Ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Wir stehen vor der Tür, die uns zum Endkampf führt. Lasst uns denn durchgehen. Ha? Huh? Was ist denn? Hörst du das nicht? Da! Sei vorsichtig. Dies ist der letzte sichere Ruheort. Danach wird dich kein Licht mehr schützen. Aber keine Angst. Dein Herz ist die mächtigste Waffe, die es gibt. Vergiss nicht, du bist es, der die Tür zum Licht öffnen wird. Wahrscheinlich habe ich die Stimme die ganze Zeit völlig falsch interpretiert und sie klingt eigentlich ganz anders, als ich das im Kopf habe. Aber egal. Ich höre nichts. Seltsam. Die Stimme kam mir bekannt vor, aber vielleicht bilde ich mir das nur ein. Vielleicht solltest du dich ein wenig ausruhen. Nee, ich mache die Tür jetzt auf. Auf und davon. Is this my island? Das ist seltsam. Abgesehen davon, dass hier die Brücke gerade verschwunden ist. Hier ist das Wasser auch weg. Die geheime Tür ist allerdings noch da. Sollen wir dahin? This world has been connected. What was that? Ah, es war kein Bug, dass die Brücke verschwunden ist. Soon to be completely eclipsed. There is so very much to learn. You understand so little. A meaningless effort. One who knows nothing can understand nothing. Das hier ist definitiv nicht unsere Insel. Aber gut, lasst uns Riku besuchen. Oder zumindest Rikus Körper. Take a look at this tiny place. To the heart seeking freedom, this island is a prison, surrounded by water. And so this boy sought out to escape from his prison. He sought a way to cross over into other worlds, and he opened his heart to darkness. Riku! Don't bother. Your voice can no longer reach him where he is. His heart belongs again to darkness. All worlds begin in darkness. And all so end. The heart is no different. Darkness sprouts within it. It grows, consumes it. Such is its nature. In the end, every heart returns to the darkness whence it came. You see, darkness is the heart's true essence. That's not true! The heart may be weak, and sometimes it may even give in. But I've learned that deep down there's a light that never goes out. So you have come this far, and still you understand nothing. Every light must fade. Every heart return to darkness! So, dann geht's jetzt los mit dem Kampf gegen den gegen Anselm den Herzlosen, Anselm Seeker of Darkness, wie es so schön heißt. Autsch. Ich will den Kampf hier eigentlich
noch schaffen, ohne groß Items einzusetzen, denn das wird nicht der letzte Kampf bleiben und ich will eigentlich, wie gesagt, meine Items nicht so verschwenden, wie die beiden es tun. Ich hoffe, ich muss jeden Kampf hier nur einmal machen. Also sobald ich einen Kampf geschafft habe und im nächsten sterben sollte, wird mich das Wiederspielen nicht wieder komplett zurückwerfen, sondern immer nur zu dem Kampf, den ich jetzt als nächstes tun muss. Das ist übrigens ein echt übler Angriff. Wenn dieser komische Herzlose da in mir drin ist, das ist echt übel, weil ich aufpassen muss, wann ich angreife. Ich muss, glaube ich, angreifen, damit ich ihn wieder aus mir rauskriege, aber wenn ich angreife, dann werde ich von dem Herzlosen festgehalten und das ist alles nicht ganz so cool. Aber den Kampf hier ist erstmal geschafft. Maximum AP wurden gesteigert, was mir jetzt auch nichts mehr bringt, weil ich jetzt, glaube ich, nicht mehr in das Menü komme, irgendwelche Abilities auszurüsten. Aber gut, Kampf Nummer 1 im ersten Versuch gemeistert, das ist schon mal eine gute Sache. Ich kann tatsächlich nochmal Abilities ausrüsten. Das ist cool. Ich habe 2 Abilities, die ich ausrüsten kann. Soll ich Combo Plus nehmen oder soll ich den Tech Boost nehmen? Den Tech Boost brauche ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Weswegen ich auch da oben den Tech Boost raushole und stattdessen hier unten den Esprit nutze. Denn MP-Heilung bei Schadenserleiden könnte eventuell lebensrettend sein. Und abgesehen davon muss ich mal kurz gucken. Donald hat 3, da bleibt nicht wirklich was. Trotzkopf wäre ganz praktisch. Seltene Items brauche ich jetzt auch nicht mehr. Dann brauche ich eher Trotzkopf notfalls. Goofy hat 5. Kriegt er auch nochmal Trotzkopf. So, Items. Goofy hat nur noch... Mist. Naja, gut, dann gehen wir so. Wobei, ich kann mich ja heilen und dann... Also ein Final Elixier setze ich jetzt definitiv nicht ein. Dann lieber hier ein Mega-Äther von Goofy. Ach, ich meine, heilen kann ich jetzt, speichern kann ich jetzt sowieso nicht mehr. Ich muss einfach gucken, dass ich es schaffe. Weil im nächsten Kampf bin ich, glaube ich, genau, ohne die beiden unterwegs. Deswegen ist jetzt auch völlig unpraktisch, ist das Goofy hier die... Oder Donald, wer von den beiden hat er die Elixiere? Donald, glaube ich. Dass Donald in einem Kampf hier seine kompletten Items weggehauen hat. Das ist so unpraktisch. Und es ist auch unpraktisch, dass ich hier nicht direkt gegen Ansem antreten darf. Was ich eigentlich dachte.
sondern zuerst mal nochmal gegen Riesenherz ziehen, mich hier durchkämpfen muss. Ich habe ein bisschen Angst von dem, was da gleich für einen Angriff kommt, deswegen werde ich hier erstmal ein wenig Abstand nehmen. Und da, ach so, da sind die Minikugeln. Autsch. Na gut, dann kann ich hier wohl nicht mehr tun als... Ach, dammit, diese blöden Minikugeln. Sind echt unpraktisch. Eventuell nutze ich da gleich doch einfach mal noch ein Elixier am Anfang des nächsten Kampfes, keine Ahnung. So, Maximum LP haben sich nochmal gesteigert und ein weiteres Combo Plus, was ich jetzt auch halt nicht nutzen kann. Erstens, weil ich nicht genug AP habe, zweitens, weil ich nicht weiß, ob ich nochmal in das Menü komme. Ich schätze schon, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber gut, ja, das hier ist der Kampf, den wir eben bekämpft haben, nur bin ich diesmal eben alleine unterwegs. Wann diese Phase kommt, wo der dunkle Herzlose da in mich soll. Ich hoffe einfach, dass das gar nicht passiert. Nur, das war's. Nach Damage. Ich meine, es wird mir ja angezeigt, wann ich... es wird mir ja angezeigt, wann, aber ich krieg's halt auch einfach manchmal nicht hin. Und ich weiß, das Final Elixier ist eigentlich etwas für die Gruppe, aber da ich nicht wusste, wann, ach, dammit! Alter, das ist so schlecht gerade. Ich hätte eventuell Windfeuer nochmal casten können, bevor ich das Final Elixier einwende. Jetzt macht er die Attacke schon wieder. Oh Gott, das ist so elend. Das ist echt übel, die Attacke hier. Ich komme momentan überhaupt nicht zum Angreifen. Was soll das denn für ein Käse hier? Das ist doch scheiße. Das ist doch echt Rotz hier. Null Chance auf Angriff gerade. Ich treffe ihn nicht. War auch blöd, das oh Gott, ich verschwende hier gerade jede Menge Final Elixiere, die ich nachher vielleicht nochmal gebrauchen könnte, aber egal, Hauptsache erstmal, ich krieg diesen Kampf hin. Oh oh.
final darkness is done. Whoa. Home Guardian! Oh, sehr schön, das schlug fehl. Nein, ah, es hat getroffen, Bennett. Nein, ach, nicht schon wieder. Ich will auch nicht, oh Gott sei Dank, ich will auch nicht zu übervorsichtig sein, weil umso länger ich warte, desto schwieriger kann es werden. Aber ich glaube, für diesen Part haben wir es an Kämpfen erstmal hinter uns gebracht.